Yo, was geht ab, meine Lieben, die Prinzen am Start hier. So, ich sag euch doch zuallererst, dass ich heute nicht richtig vernünftig reden kann, weil ich gerade noch eine OP hinter mir hatte und die Betäubung so gerade so langsam verschwindet. Trotzdem habe ich Gott sei Dank keinen schiefen Mund. Ne, manchmal hat man die Betäubung, dass der Mund dann schief ist. Warte, jetzt hast du einen schiefen Mund. Ja, genau. Ich auf jeden Fall, die Betäubung war ja hinten, deswegen geht alles eigentlich voll klar. Heute leider so ein Fahrzeug, wo man ein bisschen nicht so glücklich ist über die Folierung, die an dem Wagen gemacht wurde. Der Wagen wurde nicht bei uns foliert, der wurde woanders foliert. Der wurde damals sogar direkt von Audi aus foliert. Also als der Kunde den von Audi abgeholt hat, den Wagen, haben die den Auftrag gegeben, den zu folieren. Ihr müsst euch so vorstellen, Audi, Denebier oder Range Rover, Audi etc. alle haben einen Hausfolierer am Start. Ne? Entweder ein Folierer, der zu denen ins Autohaus fährt, oder so ein Subunternehmen, wo man sagt, okay, die schicken ihre Leute aus. Wir haben natürlich auch viele Autohäuser, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich habe ja schon erwähnt, Denebier, Mercedes hier am Salzufer etc. Wir arbeiten viele Autohäuser zusammen. Also die haben Kundenauftrag und bringen die Fahrzeuge zu uns. Wir folieren die Fahrzeuge und dann werden die von hier entweder vom Kunden abgeholt oder auch hier wieder direkt zum Mercedes Autohaus oder VW Autohaus, Audi Autohaus, wo auch immer, zurückgebracht und dort übergeben an den Kunden, foliert. Das heißt, der Kunde hat in dem Moment auch gar keine Wahl, große Wahl, sich den Folierer auszusuchen. Das ist so ein Glücksspiel für den Kunden, ne? Das ist so einfach eine Sache des Glücks. So, wenn der Folierer gut ist, ist er gut, wenn der Folierer schlecht ist, ist er schlecht. Ne? Da hat der Kunde ein kopfschwerstes Problem. In dem Fall war es leider so, dass der Kunde wirklich einen schlechten Folierer am Start hatte. Und der Kunde selber kennt ja den Folierer nicht. Der weiß nur, ich habe den Wagen von Audi foliert übergeben bekommen. Ja. So, kommt mit an. Das ist der wunderschöne RS6. Ja. Sehr schönes Auto. Traumauto. Ja. Der wurde erst foliert, außen und innen. Ne. Der hat eine Außen-Innen-Folierung bekommen, nicht nur von außen. Das heißt, der wurde so eingepackt, dass man wirklich auch kaum noch was sieht. An sich, auf den ersten Blick, man läuft zum Auto hin, sieht okay aus. Dann geht man aber näher ran an die Geschichte und sieht natürlich, dass hier noch das ganze Weiß zu sehen ist. Und hier, okay, Überlappung, Einleger, darüber kann man streiten. Die muss man sowieso setzen, weil wenn du den Wagen noch, wenn du die Folie reinmassieren willst, kann man zwei Sachen arbeiten. Entweder baut man komplett, man zerlegt das alles einmal komplett, packt eine Folie von außen rauf, komplett zu und dann ist gut. Oder man macht halt mit so Einleger wie hier in dem Fall, weil man halt die Türen und so Scharniere nicht komplett ausgebaut hat. Vielleicht nur die Türen einmal kurz, wenn überhaupt ausgebaut, nee, auch nicht. Das heißt, das wird alles im eingebauten Zustand überarbeitet. Nur das einzige Eklige ist halt, dass man hier sowas hat wie ganz, ganz starke Dehnungen, wo die Folie sich komplett zurückzieht, wie man es hier sieht. Ne? Hier auch wieder weiß, hier hat man Luftbläschen. Hier unten auch löst sich die Folie wieder komplett. Ja. Machen wir sowieso runter. Gucken wir uns mal an, wie das unter dem Lack aussieht. Auch wichtig zu wissen. Sieht an sich gut aus. Also schneiden konnte er. Bis jetzt sieht es gut aus. Auf jeden Fall hier, da hat man hier auch das Problem. Man kommt rein, man hat die ganzen Luftbläschen an den Ecken. Hier vorne genauso. Hier löst sich die Folie auch schon wieder. Ne, hier unterm Gummi halt. Hier hat man das ganze Weiß zu sehen. Ja, es ist halt eine aufwendige Geschichte, ich weiß, das ist klar. Also jeder, der jetzt sagen würde, ja, es ist ja sehr aufwendig außen, voll klar, es ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Aber ich meine, wenn man es dann nicht hinbekommt oder nicht hinbekommen möchte, dann sollte man es am besten sein lassen. Und den Kunden sagen, nee, da mach nur von außen eine Folierung oder sonst was, anstatt dass man das dann so verpackt, weil so ist es nicht mehr schön. Bei dem Wagen hat man leider auch eine sehr, sehr tiefe Sicke hier, wie man sehen kann. Guck sie mal an. Die ist für die Luft ein bisschen hier. Mhm. Ja, hier müsste man halt so arbeiten, dass man wirklich die Folie öffnet und reinmassiert. Hier muss man alles einzeln reinmassieren. Also hier bringt es nicht, wenn man jetzt hier anfängt mit Druck zu arbeiten, dann wird sich die Folie wieder lösen wie hier. Und das ist halt auch sehr ärgerlich. Ne? Das ist halt auch eine ganz dünne Folie, ich denke mal 3M oder Avery, sieht man auch. Da hat man hier auch sehr, sehr schlechten Schnitt, kannst du mal reinzeigen.
Hier auf der Motorhaube vorne ist die Folie schon komplett ausgeblichen. Eine sehr dünne Folie halten, ein starker Motor, hier kommt immer ganz, ganz viel Hitze. Und die ganze Folie ist jetzt porös geworden und verblichen sozusagen. Wenn Sie die Folie jetzt abziehen, wird man dann sehen, dass das die, auch teilweise in Stücken hier abgeben wird. Aber der Rest alles eigentlich schnell abzuziehen. Bei Avery ist halt ein Hersteller, wo man die Folie ganz leicht abbekommt. Und bei M. Ja, dann gehen wir einmal hier vorne hin, zack, zack. Und hier hat man einen Einleger, das ist klar, das muss auch sein. Nur halt ist der Schnitt immer sehr hässlich, ne? Und sehr unsauber. Guck mal, man sieht hier drin noch das Weiß. Also wenn man da schon Einleger setzt, dann sollte man ihn schon so setzen, dass man das Weiße nicht mehr sieht hier oder den Schnitt nicht mehr sieht. Ne? Ja. Und wir werden den Wagen jetzt zupacken mit einem Black Brushed. Aber von innen werden wir den Wagen in komplett hochglänzend schwarz folieren. Das heißt, wie bei einem M4, dass wenn man die Türen aufmacht, sieht man das alles in hochglänzend schwarz und nicht wie hier. Mit grau, silber wie hier, weil Black Brush, das ist eine bisschen dickere Folie, die Strukturfolie, und da wird es nicht so funktionieren, dass man sagt, okay, ich packe da innen auch Black Brush rein. Das bringt auch gar nichts, weil schwarz ist sehr neutral. Da könnte man sozusagen nach ein paar Jahren die Folie wieder abziehen und das Schwarze drin schon lassen. Dann zahlt der Kunde nicht immer doppelt, weißt du, was ich meine? Aber hier sieht man auch wieder, ne? Luftbildung. Ja, überall. Hier auch. Weil es halt auch wirklich eine ganz, ganz tiefe Tür ist. Hier hat sich das alles zurückgezogen. Das ist das Problem, wenn man zu sehr unter Spannung dann poliert, oder? Ja, genau, das ist alles Spannung. Das ist alles sehr viel Dehnung, Spannung etc. Du hast ja hier die tiefe Sicke, hier auch tiefe Sicke. Du musst es halt ganz, ganz schön reinmassieren, ganz nach da reinmassieren, und du musst es später auch sehr gut erhitzen, tempern. Ja? Hier genauso. Guck mal hier, das ist alles zurück. Das haben die wahrscheinlich reingespannt, hier geklebt und das einfach rausgezogen. Rausgedehnt. Und guck mal, hier haben wir einfach ein Stück mit drauf gemacht. Wahrscheinlich ist die Folie da aufgeplatzt. Ach so. Beim Arbeiten, beim Erhitzen ist die Folie wahrscheinlich hier aufgeplatzt. Haben wir einfach ein Stück Folie mit reingesetzt. Man sieht auch, die haben beides durchgeschnitten. Also die haben zwar die Folie hier angedeckt, aber... Müssen wir uns später mal in Ruhe angucken, wenn die Folie komplett ablässt, wie der Lackzustand ist. Aber an sich sieht es so aus, als würde der junge Mann hier eine ruhige Hand gehabt haben. Guck mal, hier das Dach, ne? Guck mal. Komplett verblichen, die Folie. Hey, hey, hey. Ja, das ist halt bei den dünnen Folien so. Also wenn das eine Orakan-Folie wäre, gebe ich Garantie drauf, 10 Jahre ohne Probleme. Ohne Scheiß. 10 Jahre. Und länger. Auch bei Hitze. Orakan ist von der Oberfläche her eine richtig robust, richtig stabil. Die haben sehr gutes Vinyl, was drauf ist, was wirklich wetter- und hitzebeständig ist. Aber 3M hat auch einen guten Namen. Ja, die haben ja einen guten Namen. Avery genauso. Die sind auch sehr leicht zu verkleben. Und deswegen haben die einen guten Namen, weil einfach der Kleber unglaublich leicht zu verkleben ist. Aber die Folie ist so dünn, dass man sieht, wie man hier sehen kann, dass nach einer gewissen Zeit durch Hitze alles ausbleicht. Hier, wie alt ist denn der Wagen? Ja, die Folie ist jetzt 3 Jahre alt. Also der Wagen ist 3 Jahre alt und die Folie direkt danach. Nach 3 Jahren darf doch sowas gar nicht passieren. Nein, das ist aber, ja, das liegt aber auch an 3M und Avery. Jetzt brauchen wir auch keiner sagen, ja, die Pflege etc. statt unter Sonne. Ja, der soll ja unter Sonne stehen. Der muss ja auch unter Sonne stehen, ein Fahrzeug. Du kannst ja nicht überall parken, wo du willst, unter so eine Terrasse da suchen, wie beim Busbahnhof da drüben. Wenn du auf Kudamm parkst, suchst du ja auch nicht irgendwo einen Busbahnhof, damit du da parken kannst oder sowas. Und nimmst du auch nicht ein Dach mit. Oder so ein Zelt, und brauchst du ein Zelt auf oder was? Das geht doch gar nicht. Guck mal, die Antenne hier auch, durch die ganze Luft hat sich alles komplett gelöst und auch alles abgeplatzt. Und das ist ein Polierer, der arbeitet mit Audi zusammen, ne? Ja, wie gesagt, Audi kann ja auch nichts dafür im Endeffekt. Audi sieht, okay, Polierer in der Stadt, in der Gegend, zack, okay, der fährt zu uns raus ins Autohaus, die gucken sich ein paar Bewertungen an, die Kunden, die da waren, haben ja wahrscheinlich vielleicht, er hat in der Zeit die Bewertung schnell aufgebaut, Audi nimmt ihn, zack, fängt an, das zu folieren, fertig. Und nach 2-3 Jahren entsteht halt sowas. Nach 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre hier ganze Luftbildung. Weil man muss halt die Folie leicht reinmassieren. Also man darf die hier auch nicht so stark gehen an diesen Ecken und Kanten. Genauso an der Motorhaube vorne. Also diesen Fehler hat man gemacht, als man die Firma neu gegründet hat. Ne? Aber jetzt nach 10 bis 12 Jahren sollte man so einen Fehler nicht mehr machen. Und nachdem jetzt auch Social Media so weit vertreten ist, TikTok, YouTube etc., Instagram. Ich habe doch angefangen damals, da gab es gar nichts.
Digga, ich hab angefangen, da kam ein X6 zu mir und wollte sein Auto folieren. Und der hat eine Carbonfolie von mir verlangt, eine weiße Carbonfolie. Die Motorhaube vom X6 ist in der Breite 1,80 und der Länge 1,65. Die Folie ist 1,53. Ich war verzweifelt, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich dehne und ziehe und mache mit Aladin damals, meinem verstorbenen Partner. Und wir dehnen und machen und wir waren verzweifelt. Wir waren wirklich am Punkt der Verzweiflung. Habe ich angefangen zu googeln, YouTube, ich habe nichts gefunden. Gar nichts, Dicker, gar nichts über Folien. Nix. Da haben wir in Ruhe immer schön gedehnt, da haben wir gesagt, okay, 30% der Folie darf man dehnen. Wir haben angefangen, die anzusetzen, haben wir von der Gesamtfläche ein bisschen gedehnt, dann hat es doch funktioniert, Dach und Krach. Aber jetzt machst du YouTube auf, Google, du findest über Folie alles. Nicht mal ein Zahnarzt hat so viel Informationen über sein Business wie ein Folierer im Netz. Jeder zweite ist ja Folierer heutzutage. Aber ich sage dir, man kann viel rausholen vom Internet. Und zur jetzigen Zeit darf man sich so eine Fehler gar nicht erst erlauben, dass man so eine Sicken hier einfach reindrückt und mit Gewalt reinmassiert. Da muss ich schon lockern und lösen und schön reinmassieren. Viele haben auch falsch Verständnis. Ich habe auch bei YouTube letztens ein Video gesehen, wo ein Folierer anfängt, den Leuten zu erzählen, wie man foliert. Der macht es vielleicht seit einem Monat. Fängt jetzt auch an, irgendwelche Seminare über TikTok zu machen, um Reichweite zu generieren bei sich. Und fängt an, denen zu erzählen, so machst du es richtig. Er fängt es ja an, hier zu erhitzen und drückt es einmal hier komplett rein. Wie lange hält es denn? 1-2 Monate? Das wäre meine Frage gewesen, wie lange hält denn sowas eigentlich denn? Gar nicht, siehst du doch. Sobald es warm ist, ist es vorbei, ne? Ja, natürlich, nicht mal, wenn es warm ist. Reicht die Folie, kommt irgendwann zurück, ne? Auch im Winter. Nach 3 oder 4 Monaten versucht die Folie immer in den Ursprung zurückzukommen. Wenn es warm ist, ist es sowieso vorbei. Sobald die Sonne kommt, ist es sowieso vorbei. Da ist sowieso keine Chance. Und das ist das, was ich meine. Habib, yalla, Jaik. Weißt du? Hier hat man zwar nicht so eine starke Wärmung, hier ist doch in Ordnung, aber die ganzen neuen Audi A5, A7 etc., die haben ja hier die Sicke, die ist ja so tief, die ist ja wie hier, weißt du? Ja, auf jeden Fall kriegt er Black Brushed Folie. Würdest du sagen, das ist ein aufwendiges Auto? Ja, ja? Ja, natürlich, wenn du alles aufmachen musst und so, ist aufwendiger halt als die C-Klasse oder hier. Guck mal, der Audi ist ja viel leichter. Einzige Schwerpunkt bei dem ist die Motorhaube. Guck mal, der Kurzflügel ist ja mit der Motorhaube zusammen, das ist eine riesen Motorhaube. Und hier die Seite, es ist nicht so tief wie hier, kann man ein bisschen aufmachen, ist in Ordnung. Aber es ist natürlich ein aufwendiges Auto. Und allgemein ein aufwendiges Projekt, wenn du außen und innen folierst. Ja, ja. Sehr aufwendig, also es geht los. Ne? Das ist immer schon eine Zeit dran, da ist immer schon ein bisschen dran, um die fertig zu machen. Das ist jetzt nicht mal schnell gemacht. Und der Kunde hat Glück gehabt, der hat damals 20% ergattert. Also 20% als Jahr. Ja. Wir werden oft gefragt, wann kommt wieder 20%. Müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal arbeiten, den Sommer überbrücken. Wir haben viel zu tun. So, auf jeden Fall geht die Folie jetzt erstmal runter und dann geht es zur Folierung. Also sehen wir uns dann gleich, wenn es heißt, die Folie geht runter und der Wagen wird foliert. Bis gleich. Bis dann. Da steht der Wagen in einer weißen Farbe bei uns in der Halle. Der wird natürlich jetzt foliert. Was ich aber noch schnell zeigen wollte, ist, dass ihr mal sehen könnt, wie schlimm es sein kann, wenn man halt kein Folierer mit langjähriger Erfahrung ist und kein Profi ist. Ne, man sieht hier, wir haben die Gummis jetzt ein bisschen runter gemacht, damit man es auch sieht. Wir haben den Kunden auch schon die Videos geschickt. Das ist alles komplett zerkratzt, der ganze Lack hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Kamera sieht. Oder irgendwie das sehen kann. Hier ist der komplette Lack zerkratzt. Hier vorne, oh, das ist das Rest noch Kleber. Aber hier ist der ganze Lack zerkratzt. Sieht man das noch nicht? Ja, ja. Der komplette Lack ist zerkratzt. Einmal hier komplett durch. Dann gehen wir da drüben noch mal hin. Das habe ich aber auch schon befürchtet, weil ich habe ja gesehen, dass die Folie auf Folie geschnitten wurde und dann trotzdem
die Folie zurückgegangen ist. Das heißt, in der Schnittstelle, wo die Folie zurückgeht, ist zu tief eingedrungen worden. Ne? Mit dem Messer. Hier sieht man es noch viel besser. Siehst du das? Mhm. Hier ist überall, das sieht man richtig stark. Weißt du, was ich eigentlich krass finde bei dem Auto? Das ist ja von Audi beauftragt worden, ne, die Folierung. Ja. Das wird Audi wahrscheinlich auch öfters anbieten. Ja, Audi hat wahrscheinlich schon sehr oft angeboten, das ist immer wieder passiert bei den Autos, weil ich denke mal, man hat ja immer nur einen Subunternehmer oder eine Person, die das dann macht im Autohaus. Und wie gesagt, Audi wird es ja erstmal nicht feststellen können, dass es so ist. Das wird man erst nach ein paar Jahren feststellen, nachdem die Folie runterkommt, nachdem die Folie wieder zurückkommt, etc., alles drum und dran. Und wenn der Kunde sich da nicht meldet und sich nicht beschwert, wird Audi persönlich auch gar keine Kenntnis darüber haben, dass es jetzt so schlimm ist. Jetzt wie in dem Fall, der Kunde kam zu uns und sagt, zieh die Folie runter. Ja, der Audi weiß gar nichts, ne? Weil der Kunde hat das direkt bei uns jetzt beauftragt. Wir schicken es an den Kunden weiter. Und ob der Kunde das jetzt weiterleitet, ist seine Sache im Endeffekt. Ne? Auf jeden Fall, ihr habt ja gesehen, das hat man an diversen Stellen, das ist schon in dem Bereich, wo ich gezeigt habe, sondern wirklich komplett drumherum. An diversen Stellen im inneren Bereich. Ich habe jetzt außen noch nicht zu 100% geprüft und geguckt. Ich bin gerade noch dabei. Aber man sieht ja schon, es reicht ja schon, das, was man sieht, reicht ja schon, um festzustellen, dass es alles nicht zu 100% professionell bearbeitet wurde und gemacht wurde. Und also wie gesagt, da sollte man halt darauf achten, welche Wahl man trifft. Und wir fangen jetzt mit der Folierung an. Wir müssen den Wagen hier fertig kriegen. Und wir sehen uns dann später bei der detaillierten, beim Detailporn, nee, bei Schnittaufnahme. Bis gleich. Sportsfreunde, der Wagen ist endlich fertig. Wir haben ein wunderschönes Wetter, die Sonne scheint, man wird schön braun. Man kann ja auch schon einen Unterschied sehen zwischen braun und weiß. Ne? Durch dieses Wetter, guck mal, ist schon krass. Ne? Wir haben den Wagen fertig gefüllt, außen Innenfolierung. RS6 steht hier. Der hat ein unglaublich schönes Brushed Black bekommen. Mit einem Carbon-Paket, hier alles in Carbon foliert. Guckt euch mal diese wunderschöne Carbon-Folierung an. Ne? Wirklich echtes Carbon, also da sind wir wirklich momentan Führer, was das betrifft. Ne? Wir sind wirklich einer der Folierer, die es als allererst angeboten haben und bis jetzt auch meiner Meinung nach eines der schönsten Carbonfolien überhaupt auf dem Markt haben, was Carbon betrifft. Demnächst kommt ein bisschen was, die müsst ihr uns einfach mal verfolgen und dann werden wir euch auch zeigen, wo wir die Folien beziehen, wo wir die kaufen, alles drum und dran. Werden wir demnächst alles veröffentlichen. Man sieht, innen komplett schwarz foliert, außen brushed in Schwarzglanz. Hier alles schön gemacht, natürlich kommen auch noch Einleger mit hin, er hat eine Überlappung hier halt nicht direkt im Sichtbereich. Muss aber sein, geht leider nicht anders. Man könnte natürlich auch ohne Einleger arbeiten, aber danach hat man wieder Blasenbildung etc. alles drum und dran. Will man ja nicht haben. Es soll auch alles Langzeitgarantie haben und soll auch auf lange Zeit alles haften und halten. Nicht, dass man sagt, okay. Gebiet. Das ist mein Harley-Bruder. So fährst du auch immer durch die Gegend. Ja, mein Harley-Bruder. Cool, auf jeden Fall, wir wollen ja nicht, dass der Kunde heute rausfährt und nach einer Woche wieder überall Blasenbildung hat. Und dann sagt, okay, der Folierer war ja nicht besser als der andere. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen das Beste geben. Wir wollen die beste Leistung rausholen. Das haben wir in dem Fall auch natürlich gemacht. Und ja, Carbon ist auch mit drin. Also lange Rede, kurzer Sinn. Carbon los.
always the heart first. Don't care if it hurts, you're making it worse. I'm not gonna feel a thing tonight. Not gonna feel a thing. I'm not gonna see your face tonight. Not gonna see your face. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So cry all you want, but I still walk away. It's not a thing.